Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier auf dem Optionsstrategien-Kanal. Und heute, wir sind ja Anfang des Jahres, machen wir aber mal einen kleinen Rückblick. Und zwar in den Dezember des letzten Jahres. Da haben wir doch, wenn ihr euch erinnert, mit einem kleinen Experiment angefangen. Nämlich, was kommt eigentlich raus, wenn man sehr, sehr langlaufende Optionen verkauft? Ich hatte euch versprochen, wenn ein paar Wochen vergangen sind, schauen wir uns das Ganze mal an. Ein paar Wochen sind jetzt vergangen und deswegen schauen wir jetzt mal, was ist aus unseren Optionen geworden, wie haben die sich verändert und was können wir hier für die Zukunft erwarten. Wir hatten ja dieses Video, ich glaube Anfang Dezember gemacht. Ich mache euch für alle, die jetzt hier neu sind, ne, an der Stelle übrigens mal vielen, vielen Dank für alle Neuabonnenten, dass es jetzt immer mehr werden. Und wer dieses Video noch nicht gesehen hat, wir verlinken euch das Ganze hier unterhalb des Videos. Oder machen wir es hier rein? Es ist entweder drin oder darunter. Irgendwo findet ihr es auf jeden Fall. Und da könnt ihr euch das Video nochmal anschauen. Und die Grundidee war also folgende, nämlich... Was passiert eigentlich oder was kommt eigentlich raus, wenn man sehr, sehr langlaufende Optionen permanent verkauft? Wir hatten ja schon mal im letzten Jahr ein Video gemacht, wo wir einen sehr langlaufenden Short Strangle gemacht haben. Das heißt also ein Short Strangle, Verkauf von einem Call, Verkauf von einem Put im Erdöl. Allerdings hatten wir ja damals eine extrem hohe Volatilität, sodass es relativ klar war, dass wir mit diesen Optionen Geld verdienen werden. Und jetzt haben wir das Ganze nochmal gemacht in einem Umfeld, wo die Vola ja eher klein ist, also wo wir keine sehr großen Volatilitätsstände haben und sind auch mal auf drei verschiedene Märkte gegangen. Nämlich, wir haben uns angeschaut den DAX, Crude Oil und Gold, haben auch jeweils gesagt, okay, roundabout ein Jahr lang Restlaufzeit, ein Strangle, einfach stumpf, ohne auf den Preis zu schauen, ohne auf den Trend zu schauen, stumpf am Delta 10 verkauft. Und jetzt schauen wir uns mal an, was rausgekommen ist. Und weil das wieder so viele Zahlen sind, habe ich mir das Ganze ja wieder ein bisschen notiert. Und damit ihr das besser nachvollziehen könnt, zeige ich euch als allererstes wieder ein Bild. Und zwar, wir starten mal mit Erdöl, also Crude Oil. So, was ist jetzt passiert? Ich habe euch das auch hier entsprechend eingezeichnet. Und zwar, der Preis ist in dieser Zeit um ca. 11% angestiegen. Das heißt also, Öl ist um 11% gestiegen. Da könnten wir jetzt schon mal erahnen, dass die Puts wahrscheinlich im Preis gefallen sein werden. Und genauso ist es auch, die Put-Optionen sind von 1,16 Dollar auf 36 Cent gefallen. Das heißt, eine Veränderung um 80 Cent, was in der Realität 800 Dollar bedeutet. Wie sieht es mit den Call-Optionen aus? Naja, die sind natürlich teurer geworden, aber interessanterweise gar nicht so sehr. Nämlich, die sind von 63 Cent auf 78 Cent angestiegen. Das heißt, eine Veränderung von 15 Cent bzw. 150 Dollar. Wenn wir uns die Delta anschauen, dann ist das Put-Delta von 10 runtergefallen auf 4. Das Call-Delta ist von 10 auf 12 gestiegen. Also gar nicht so eine große Veränderung. Insgesamt hätten wir diese Optionen verkauft oder ein Verkäufer, der diese Optionen verkauft hätte, lege jetzt insgesamt 650 Dollar vorn. Ein Käufer dieser Optionen lege entsprechend 650 Dollar hinten. Das heißt also, erster Teilbereich dieses Experiments, hier noch ein paar Wochen könnte man sagen, alles richtig gemacht, hat sich gelohnt. Und wenn wir es uns auch mal anschauen, wir haben ja damals insgesamt ungefähr 1,80 Dollar eingenommen, liegen jetzt 650 Dollar vorn, also rund 30%, nicht schlecht gelaufen. So, kommen wir zum zweiten Markt und das war Gold. Auch hier zeige ich euch nochmal den Chart mit den entsprechenden Veränderungen. In Gold hat sich unterm Strich nichts getan. Es ist ganz leicht zurückgegangen, 0,5% ungefähr. Ihr seht es hier im Chart. Zuerst ging es ein bisschen runter, dann kam es wieder ein bisschen zurück. Und was ist hier passiert? Und hier kann man mal schön Zeitwertverfall beobachten. Denn die Put-Optionen sind um 3,40 Dollar gefallen auf 89. Das heißt eine Veränderung um 340 Dollar. Und die Call-Optionen sind um 280 Dollar gefallen. Weniger wert geworden, also gefallen, sodass wir insgesamt als Verkäufer hier 620 Dollar vorn liegen würden. Hätten wir das also gemacht, Call verkauft, Put verkauft, einfach so gemacht, legen wir 620 Dollar vorn, der Käufer lege das entsprechend hinten. Hier gab es auch keine allzu großen Veränderungen bei den Delta. Das Call-Delta von 10 auf 9 verändert das Put-Delta von 10 auf 8. Hier hat sich im Grunde genommen nichts getan. So, das heißt also, Crude Oil
Bingo, Gold, Bingo. Kommen wir jetzt mal zum DAX. Und das ist jetzt der dritte Chart, den ihr hier seht. Und ihr wisst alle, der DAX ist ja in den letzten Wochen wirklich gerannt. Also da ging es ja dann richtig schön nach oben. Als er dann hier diese Obergrenze überwunden hat, dann ging es natürlich massiv nach oben. Insgesamt 9%. Und wir wissen ja, dass wir bei Aktienindizes immer eine Besonderheit haben. Bei den Rohstoffen, da sind die Optionen meistens, wenn ich gerade vorher eine sehr, sehr große Preisbewegung war, gleich viel wert. Das heißt, du bekommst für einen Call fast das gleiche wie für einen Put. Du hast nicht so einen ausgeprägten sogenannten Skew, also dass die eine Seite immer deutlich mehr oder weniger kostet als die andere. Bei den Aktienmärkten wissen wir, Put-Optionen sind immer sehr, sehr viel teurer als Call-Optionen aufgrund des Risikobedürfnisses oder der Absicherung des Risikos nach unten. So, und was ist jetzt hier passiert, wenn der Preis 9% angestiegen ist? Schauen wir es uns an von den Zahlen. Also, die Put-Option ist natürlich deutlich gefallen, und zwar von 178 auf ungefähr 92, eine Veränderung von 86, was in Euros ausgedrückt, der Punktwert bei den Euro-Optionen ist ja 5, das heißt also 400 Euro legen wir vorn mit dem Verkauf der Put-Optionen. Wie schaut es aber bei den zuvor ja schon billig gewesenen Call-Optionen aus? Und die sind jetzt natürlich teurer geworden, und zwar um insgesamt 106 Punkte, von 92 auf 198. Das heißt, hier lege ein Verkäufer 530 Euro hinten. Der Preis ist immer noch weit, weit entfernt von unserem Strike, aber hier legen wir hinten, und in der Zusammenfassung Put 400 vorn, 530 der Call hinten, insgesamt also 130 im Minus. Und hier sieht man auch sehr schön die Veränderung bei dem Delta. Beim Put von 10 auf 6 runter, beim Call von 10 auf 19 hoch, also beinahe verdoppelt. So, das heißt, wer also das mit Indexoptionen gemacht hat, da könnten wir jetzt genauso den S&P wahrscheinlich hernehmen oder den Russell oder den Nikkei, was auch immer, der lege jetzt mit den Calls hinten, mit den Puts vorn, aber die Calls hätten wahrscheinlich mehr Verlust erzeugt als die Puts Gewinn. Und da wäre es nicht so gut gelaufen. Macht man alles, hätte man alles gemacht, dann legen wir eben, wie gesagt, mit Crude Oil $650 vorn, mit Gold $620, das sind 1270 und 130 hinten. Das heißt, wir legen nichtsdestotrotz über $1000 mit allen drei Trades vorn. Und das eigentlich für nichts tun. Ne? Für nichts machen, für eine sehr, sehr geringe Margin, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Das heißt, selbst wenn wir jetzt sagen würden, wir machen die Trades zu, hätten wir schon eine ganze Menge Geld verdient und könnten die Trades neu aufsetzen. So, jetzt will ich das Experiment aber an dieser Stelle nicht beenden, denn uns fehlt eine ganz, ganz wichtige Komponente. Was wir nämlich in den letzten Wochen gesehen haben, waren ja permanent fallende Volatilitäten. Es gibt eigentlich keinen Markt, wo zuletzt die Volos, zumindest keinen von denen, die wir hier behandelt haben, wo die Volatilitäten gestiegen werden. Und deswegen lassen wir das Ganze einfach mal weiterlaufen, weil es wird ja sicherlich in naher Zukunft mal eins passieren, dass auch mal die Volatilitäten wieder ein wenig ansteigen. Woher ich das weiß? Naja, Mean Reversion Effekt. Ne? Was zu billig ist, wird teurer, was zu teuer ist, wird billiger. Das heißt, Vola muss einfach ein bisschen schwanken, und da wir jetzt so lange schon so eine niedrige haben, wird sie wohl über kurz oder lang auch mal ein bisschen nach oben gehen. Und dann beobachten wir das Ganze mal weiter. Nochmal der Hinweis bitte für alle, das ist ein reines Experiment, das ist keine Aufforderung, diese Trades zu machen. Wir wollen ja hier was lernen, wie verhalten sich Märkte, wie verhält sich die Volatilität, wie verhalten sich die Optionspreise. Und ich schätze mal, dass wir jetzt, wenn alles normal läuft, wenn nichts Besonderes passiert, schauen wir uns das Ganze in etwa 6 Wochen wieder an, also vielleicht so Ende Februar, sollte in der Zwischenzeit irgendwas passieren, dass also einer der Märkte eine starke Bewegung macht, dass die Volatilität stark ansteigt, dann kann es auch sein, dass wir hier nochmal eher ein bisschen reinschauen. Ich bin gespannt auf eure Meinung zu diesem Experiment. Wir hatten ja am Anfang, wenn ihr euch erinnert, hatte ich euch ja gefragt, was erwartet ihr? Ist die Erwartung von euch getroffen worden? Also habt ihr das so erwartet, dass sich die Preise so verändern? Habt ihr mehr erwartet? Habt ihr weniger erwartet? Schreibt mir das hier unten in die Kommentare. Und auch, was man vielleicht mal noch zu diesem Experiment hinzufügen könnte. Wir können das Ganze auch nochmal machen, dass wir zum Beispiel sagen, wir nehmen mal jetzt einen Markt, der eine sehr hohe Volatilität hat, und nehmen den mal noch dazu, damit wir einfach mal die Unterschiede erkennen. Okay? Dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg an den Märkten. Denkt dran, 2017, das kann unser bestes Jahr werden. Also, bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut.
Bye, bye.